Pünktlich zur zweiten Aufnahmesession konnten die und ich keine neu angelegten Spielstände mehr laden. Dummerweise hatte ich zwischen den Missionen den Emulator geschlossen, sodass wir gezwungen waren, zu jeder neuen Mission den Spielstand vom Ende der vierten Folge zu laden. Das bedeutet, dass wir von Folge 5 bis 9 sämtliches gefundenes Gold und Gegenstände nicht behalten durften. Ab Folge 10 wurden wir dann schlauer und haben bis zum Ende den Emulator einfach laufen lassen. Na, sowas Doofes. Also Erde wieder. Und dann machen wir Nachlass des Kriegsherrn der Orks. Ulaks Sohn Grak hat all den Rache geschworen, die sein Vater, den Feldherrn der Orks, gefangen haben. Viele Monate hat er nach euch gesucht. Nun seid ihr in seiner Festung gefangen und macht euch auf das Schlimmste gefasst. Während die Wachen schlafen, versucht ihr mit einem Rattenknochen das verrostete Türschloss zu öffnen. Es gelingt. Findet eure Ausrüstung und flieht. Ich verstehe, Mentor. Ich nicht. Wir müssen unser Equipment finden. Offensichtlich. Na, mach rein. Ist aber eine große Zelle. Gemütlich ist es hier. Ich will nur gucken. Haben wir da nix? Na, haben wir nix. Müssen wir erstmal finden. Das ist mir zu wenig. Finde ich ulkig. Ein Kleister. Vielleicht findest du ja schon was. Ja, ein Rattenknochen zum Beispiel. Kann man nie genug von haben. Nein, ist ein Geschwindigkeitstrank. Nehme ich. Stell dich nicht vor die Tür. Ich kann noch zwei Schritte. Ja, aber dann... Naja, gut. Okay. Ja, nach vorne und dann rechts? Ja. So, und dann... Und dann rechts, ja. Rechts? Rechts? Gut. Links wäre jetzt klüger gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Sicher? Ja, du machst hier jetzt keinen von beiden kaputt, Mist. Das ist korrekt. Ah! Und dann kann ich auch nochmal... Wer hier noch? Nee, wer nicht. Ein Geheimgang in der Zelle. Auch gut. Jetzt krieg ich von beiden bestimmt eins rein. Okay, den ersten block ich. Souverän, sehr schön. Du hast ja immer noch zwei und zwei Würfel, also von daher... Wie war das? Naja, du hast nur einen Schaden gekriegt, ist auch okay. Ich hätte gerne keinen gekriegt. Dicke Elf. Ja. Willst du raus? Ja, würde ich im Zweifelsfall auch selbst machen, aber danke. Bitte. Du kannst den anderen haben? Ja, das ist nett von dir. Tschüss. Hm. Ich habe einen anderen gefunden. Okay. Oh. Ja, ich würde auch einen Schritt zurückgehen. Der hat drei Angriffswürfel. Oh. Der nur zwei. Aber den machst du jetzt natürlich kaputt. Richtig, richtig. Oder ich gehe einfach links weg. Sei ein Ehrenelf. Na gut. So, hier komm, Elf-Grit. Elf-Grit? Nö, ja, das spiele ich halt, ne? Ja. Natürlich. Bitte. Danke. Ja, ist die Frage, wollen wir uns trennen hier, wenn wir jetzt wieder startmäßig sind oder nicht? Multitasking, so, du kannst ja nicht mal den Ork schlechtern, ne? Das ist dir klar. Nee, ja, ich überleg gerade. Ich überleg viel, weil ich bin ja nackt. Ich habe ja nichts. Naja, ich habe ja keine Ausrüstung. Du hast sogar drei Angriffswürfel im Gegensatz zu mir. Na, dann reicht das. Wir können uns auf... Da ist der gute Star-Contest wieder. Schade. Ja, den kann ich jetzt nicht ab... Nee, dann lauf nach links. Oder ich... Oder suche erstmal und... Oder und warte. Naja, ich möchte jetzt nicht... Wie gesagt, Gold brauchen wir nicht mal unbedingt und Schadenspunkte und so ein Quatsch will ich nicht kassieren. Das lohnt sich, wenn nur für Tränke. Wenn wir uns aufteilen, finden wir vielleicht unser Equipment schneller. Da unten war noch ein Vieh mehr in der Ecke. Doch auch. Wieso habe ich denn drei Verteidigungswürfel? Das kann ich gar nicht haben. Vielleicht haben sie nur mir die Ausrüstung abgeknüpft. Ich guck gleich mal, aber das wäre total bescheuert. Fände ich auch. Feind ist tot. Ach, ja klar. Eine Falle, ein Körperpunkt. Na siehste. Je größer die Missionsnummer, desto mehr Fallgruben haben sie hier reingeworfen. Das ist ganz toll. Ich laufe mal hier lang. Dieser Raum beinhaltet deine beschlagnahmte Ausrüstung. Du findest und nimmst deine beschlagnahmte Ausrüstung auf. Das ging flott. Möchtest du sie auch haben? Platz für den Fall, dass du gleich eine 300 würfelst. Und dann hole ich mir meine Streitaxt. Du hast den Geschwindigkeitstrank gefunden, ne?
Ich hatte den... Doch, das war ein Geschwindigkeitstrank, richtig. Ja, löschen. Löschen. Löschen ist aber nicht hier, hau meinen Trank weg, ne? Doch. Natürlich nicht. Mann. Dir ist schon bewusst, dass mir gerade mein Herz in die Hose gerutscht ist? Ach, Quatsch. Wegen dem Geschwindigkeitstrank, oder was? Es ist ein Geschwindigkeitstrank. Er wird uns bestimmt noch helfen. Nee, dann haben sie meine Elfen jetzt nackig gepimpt, dass ich mindestens 3 Verteidigungswürfel hab, oder was? Dann hoffe ich, dass wenn du deine Sachen kriegst, dass du gleich einfach 5 Verteidigungswürfel hast. Ja, das wär's noch. Ja gut, dann komm ich mal rüber, wa? Ja, komm doch mal. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin. Ach, Mann. Oh, shit. Falle. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinne. Ach, Mädchen kam noch, meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Hat Lucy Electric noch mehr gehabt? Boah, da fragst du mich was. Bam. Ich wusste gar nicht, dass sie noch mehr gemacht hat. Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Weiter kann ich jetzt aber auch nicht. So, sieht Jutta aus. Hast du hier drin schon gesucht? Ja, ne? Ja. Ja, es gab 50. Na, toll. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Rausrennen. Den Ausgang finden. Müssen wir nicht in die Nachfahren schlechtern von Ulak? Ich glaube, wir sollen nur raus. Ich meine, wenn wir ihn finden, können wir ihn auch gleichzeitig schlechtern. Oh, ein Heiltrank. Geil. Witzig. Da finde ich, dass ich auch mal was finde. Dann gehe ich jetzt wieder nach links. Schrägstriche unten. Ach, dann laufe ich jetzt hier lang. Mach das nochmal. Dann klopfe ich auch nochmal an. Das sieht doch gut aus. Da will ich genau mitten machen. Bums. Na bitte. Ja, reicht. Nicht, dass ihr irgendwie die Würfel verschleißt. Das ist eine epische Schlacht. Wow. Eingang. Flatsch. Bin der Ork schlechter. Finde ich gut. Guck ich mal meinen Tisch an, wa? Ist bestimmt ein ganz schöner Tisch. Hm, holzig. Lauf ich wohl im Kreis? Ich wollte auch gerade sagen, einmal schon um Pudding. Na, da kannst du nichts finden, glaube ich. Ja, so ein guter Geheimgang nach unten, stimmt. Ja, irgendwohin halt, vielleicht. So. Hier können ja auch noch Räume sein. Dann gucke ich doch mal rechts rum. Oh, so richtig im Kreis laufe ich gar nicht. Das ist eine Sackgasse. Mit einem Vieh-Mir. Hm, hübsch. Mhm. Da kommst du so nicht... Oh. Er ist in einen Raum reingegangen. Achso, meine Vermutung ist übrigens, da du ja nur einmal pro Runde angreifen kannst, wenn du die Karte findest und aufdeckst, kommt ja das Monster direkt auf das Feld neben dir und greift dich an. Dass das wahrscheinlich schon als Angriff für die Runde zählt, wenn der Overlord dran ist und die Monster zieht, dass er dann quasi nicht mehr angreifen kann. Und deswegen bringt er sich in Sicherheit, denke ich. Dass er von dir halt nicht angegriffen wird. In der Folgerunde. Mit Glück, wenn du niedrig würfelst. Ah, ja, okay, das kann natürlich sein. Mich hat jetzt so irritiert, dass er tatsächlich in einen Raum reingerannt ist. Das stimmt. Fletch. Das ist eine Sackgasse unten. Mach doch den Vieh dir. Den Vieh dir? Mhm. Ja, den kann ich im Vorbeigehen erschlagen, meinst du? Ist ja nicht Vieh mir, ist ja Vieh dir. Das stimmt wohl.
Jetzt ist das Vieh tot. Oh. Vieh tot. Hä, wofür ist denn die Tür? Ach, hier ist ja auch noch ein Raum, ne? Stimmt. Dann guck ich doch mal rein. Okay. Oh, hier ist die Folterstreckbank. Die war bestimmt für uns gedacht. Wer weiß. Oder der dicke Ork wollte den kleinen Goblin gerade hier so ein bisschen quälen. Was? Oh. Da fällt mir auch gerade ein, wir haben vergessen uns zu... Nee, wir haben nicht vergessen uns zu heilen. Der Spielstand war ja weg, war ja voll geheilt. Ja. Punktlandung. Optimal genutzt. Oh. Overkill. Der kleinste aller Gegner. Ja. Das schaffe ich nie wieder. Insbesondere nicht, wenn ich es brauche. Möglich. Guck mal hier mit Totenkopf und so. Ah, hübsch. Hübsch auch, doch. Du übertreibst auch gern ein bisschen. Jetzt, ja, Nachmacher halt, ne? Dann will ich jetzt aber auch mal... Will ich nicht. Stimmt, darf ich erst gleich. ja, komm, ich suche einmal. Mhm. Die guten Antiken. Gott. Ticket 2. Und ein Schadenspunkt vom Armbrustbolzen. Vielen Dank. Ja gut, dass man in dem Raum Schaden kriegt, hat man sich denken können, wa? Hm. Dann laufe ich unten weiter, oder? Unten und dann in den Raum links hoch. Ja, bestimmt. Links hoch, was willst du? Zeig ich dir gleich. Ich weiß, ja, okay. Du meinst in den unteren linken Bereich. Genau. Theoretisch ist ja das Board in 5 Bereiche, wenn wir das Zentrum abziehen, halt in 4 Bereiche eingeteilt, ne? Stimmt. Und Zentrum ist ja aktuell auch eher interessant. Du willst nicht? Du kommst nicht vorwärts? Guck mal, ein Schwanz. Das ist sehr schön für ihn. Da sind Stacheln dran, glaube ich. Das ist auch schön für ihn, darf er gerne behalten. Hm. Die dienen deinem persönlichen Vergnügen. Och, bitte. Ich muss jetzt mal hier entschlumpfen. Moment. Neue Falle rüber, sauber. Und ist das Dreieck... Ja, siehst du, das Dreieck ist weg. Ja. Dann... Gut, keine Stolperfalle mehr. Richtig, suche ich... Nein, hätte ich jetzt fast gedacht. Okay. So, Freund Fimir, jetzt mach mal Platz. Hervorragend. Blick auf die Garde. Hier rechts ist eine Sackgasse. Vielleicht ein Geheimgang? Da könnte aber, genau, das hatte ich auch gerade überlegt. Ich nehme dann doch tatsächlich den Weg zuerst. In der nächsten Runde. Wo will ich denn jetzt lang? Nach dem Schatzsuchen brauche ich jetzt nicht. Dann guck lieber, ob ich hier noch einen Geheimgang finde oder so. Hm. Oder wäre hier noch eine Geheimtür gewesen? Weißt du, diese Mini-Sackgasse? Ha. Ich habe auch gerade überlegt, oben war auch so irgendwie, wo dieser eine Vieh mir stand, den ich einfach so erledigt habe, ob da vielleicht was war. Ich glaube, da habe ich nicht nach Geheimgängen gesucht. Und Verwüstlichkeitstrank. Ich bin ja fast tot. Sag mal, wieso sagt man das keiner? Oh Gott. 12 übertrieben. Das ist ja jetzt voll doof. Egal, ich suche trotzdem. Ja, vielleicht doch im Feld davor. Nächste Runde? Mhm. So, ich muss erstmal blitzen hier. Sieht besser aus. Laufe ich jetzt in die Sackgasse da unten oder wo will ich jetzt hin? 11, ja, komm. Ja, selbst mit Schrittverschwendung ist es ja nicht so, dass wir hier irgendwie Zeitdruck hätten. Richtig. Ne, okay. Dann nicht. Ich brauche keine Geheimgänge. Schade.
Ja, such doch hier nochmal. Mach ich auch. Nö. Mit Ausnahme von der ersten Mission sind die Missionen übrigens identisch zum Brettspiel. Oh. Aber eine Sache, die ich gut finde, ist, die Karten sind anders aufgebaut. Also, du bist jetzt nicht im Vorteil, wenn du einfach sagen kannst, oh super, dann schnappe ich mir hier mal mein Abenteuerbuch, wo genau die Karte aufgezeichnet ist. Ja, bring dich nicht vor, wer hält dies im Computerspiel tatsächlich anders. Das finde ich gut. Schön, das hätte ich nämlich gerade fast, also nicht ernsthaft vorgeschlagen, aber auch gesagt, du kannst ja einfach nachgucken. Mhm. Bei HeroQuest ist es aber auch nicht so, wenn du so eine Karte aufbaust als Spielleiter oder Dungeon Master, dass du da irgendwie gewisse Freiheiten hast oder so, um es ein bisschen zu randomisieren. Nee, ne? Die sind fest vorgegeben, Fallen und Geheimgänge oder was auch immer. Genau, auf welchem Feld welches Monster steht, wo die nett! Wo Geheimtüren sind, welches Möbelstück wo auftaucht, ist fest eingezeichnet. Natürlich kannst du, wenn du willst, einfach, ach komm, nehmen wir nochmal 4 Chaoskrieger dazu, aber... Tja. Und es ist auch eine Blankokarte mit drin und die kannst du dir halt schön aus dem Heft rauskopieren und deine eigenen Abenteuer machen. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt habe. Ich habe HeroQuest selber nie gespielt, also das Brettspiel. Aber Dungeons and Dragons, was von der Idee her sehr, sehr ähnlich ist. Wobei das Kampfsystem ein bisschen komplexer, minimal komplexer. Genau, da ist auch vorgegeben, wo welche Fallen sind, wo welches Monster gespawnt wird, etc. Aber auch da, die Idee mit einer Blankokarte, das wollte ich eigentlich immer mal machen. So ein eigenes Abenteuer. Ich habe tatsächlich früher für HeroQuest ein paar Karten gezeichnet und als DSA-Meister habe ich sogar für 2 oder 3 Abenteuer mir die Karte kopiert und dann das als Abenteuerkarte benutzt. Oh! Du hast Grack gefunden! Ist ja interessant. Ja, klatsch den doch mal. Wie viel Leben hast denn du? Ja, 1. 0. Na gut, okay, 0. Minus 1 jetzt. Dann ist vielleicht sogar der Ausgang schon in der Tür drüber, wa? Vielleicht ja. Ich grübel nur gerade. So. Ist dir wohler, ja? Ja, so greift mich nämlich nur einer an. Oder keiner. Oder keiner. Wie mir. Mach, Idiot. Nee, keine Lust auf Raumwechsel, dann komme ich wieder rein. Machen sie offensichtlich nur beim Fliehen. Und dann sind sie verwirrt. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Großartig. Wie komme ich denn gleich wieder rüber? Ich muss doch nicht ernsthaft... Kannst du vielleicht nicht einfach unten durch die Wand laufen? Genau, hier wahrscheinlich gleich durch die Wand. Ja. Zum Glück pack ich hier mal Erde ein, ey. Ja. Ach, der will gar nicht, wie vorhin da einer bei mir? Nee. Ja. Okay. Tut mir leid, ich töte dich trotzdem. Ich bin kein Pazifist. Oh. Nicht in diesem Spiel. Klopf, klopf. Wer ist da? Feuer. Feuerwehr? Wo brennt's denn? Och bitte. Dann denkst du, du läufst gemütlich hinterher und nimmst noch ein bisschen Gold mit und sowas. Der hat nur 3 Zehen. Also 6 in Summe, aber 3 pro Fuß. Hä? Das widerspricht jetzt meiner Theorie von eben. Ja. Nee, dann versteh ich's nicht. Dann sind die einfach ein bisschen hohlbirnig. Mhm. Ich befürchte, ich habe den Ausgang gefunden. Bist mein Held. Und ich nehme noch ein heroisches Gebräu mit. Das lässt ja eh auf der Treppe fallen. Ich trink das einfach nochmal. Okay. Karums. Ich trink's nicht. Ich geh einfach raus jetzt. Trink's doch einfach mal. Aber vielleicht schmeckt es mir nicht. Ja, dann weißt du das für die Zukunft. Dann kannst du dich aber jetzt beim Ausgang erbrechen, statt wenn wir irgendwo mitten im Dungeon sind. Na, guter Punkt. Heroisches Gebräu. Ich kann jetzt 2-mal angreifen. Geil. War hier noch irgendwo ein Monster auf der Karte?
Weiß ich nicht. Kann ich noch mehr Tränke trinken eigentlich? Ich glaube, nur einen pro Runde. Ich guck nochmal schnell, einfach nur so. Aber das Gute ist der... Ja, versuch mal. Ah! Aha. Ich wollte gerade sagen, der Trank nimmt auf jeden Fall die Aktion nicht weg. Du kannst dann trotzdem noch suchen oder angreifen oder zaubern. Mhm. Aber dann kannst du wohl unbegrenzt Tränke schlucken. Na gut. Das ist ja hübsch. Nein, ge- oh. Intelligenz 2, da war's wieder. Yes, ich komm gleich. Ich musste jetzt zaubern, damit's für nächste Runde ist. So war das, ne? Bin mir ziemlich sicher. Du kannst ja. Ja, nächster Zug, okay. Ja, hast du ja im Prinzip auch vorhin bei mir so angewandt. Oh. Hm, stimmt. Hurra! Wie viel Gold haben wir denn gesammelt? Du hast 140, ich habe 130. Ja, wow. Mir ist wegen. Kaufen wollen wir nichts, dann sage ich bis neulich. Ich sag tschüss, Lubbel.